Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft Let's Play. Jetzt auch schon wieder die neuen Aufnahmen mit Texture Pack. Ja, ich habe jetzt länger nicht mehr in dieser Map gespielt, weshalb ich vieles wieder dazulernen muss. Also, vieles wieder zulernen. Nicht mehr so recht weiß, was ich tun wollte und so, aber das wird sich schon widerlegen. Ich werde schon wieder reinkommen in den Rhythmus. Ja. Ich habe mir überlegt, wie ich das hier vielleicht irgendwie schön gestalten kann, weil der Raum, ich habe immer so unter die Erde gebaut. Das ist mir selber nicht so aufgefallen, aber eigentlich habe ich die ganze Zeit ja unter die Erde gebaut und wenige Räume haben ein Licht, das reingeht. Ja. Weg hier muss ich bauen. Oh, ich weiß nicht, wo ich da rauskommen werde. Okay. Okay, das ist jetzt Alexan Haus. Ah, da könnte ich so eine Biegung reinmachen. Haben wir noch Kohle? Ja, haben wir. Steinkohle. Mit dem Texture Pack schaut vieles auch anders aus. Man erkennt die Map eigentlich gar nicht wieder. So wirklich. Also man muss sich erst dran gewöhnen. Aber ich finde, es schaut einfach schöner aus. Viel schöner. Ich werde wahrscheinlich demnächst auch noch einen Shader reinmachen. Allerdings kann das noch dauern, da ich mehrere Virenprogramme habe. Zur Sicherheit allerdings blockieren jetzt eins dieser Virenprogramme blockiert jetzt den Shader. Und das Problem ist jetzt, welches blockiert den Shader? Das ist die Frage. Denn es melden mir ganz viele, dass verschiedenste Programme jetzt nicht sicher sind. Und welches meint den Shader? Das ist Arschkraftvoll. Das ist halt die Frage. Ja. Yeah. Und ob wir das herausfinden, seht ihr in der nächsten Folge. Na Spaß. Glaubt mir sowieso, kann schon mal. Ich glaube nicht, dass es irgendjemand von euch ganz geglaubt hat. Wahrscheinlich fand es auch niemand mehr lustig. Aber ich kann lustig sein. Manchmal im Leben. Da gibt es Momente, da denke ich mir, du bist lustig. Und mit du meine ich mich. Ja. Ich fühle nämlich Selbstgespräche. Ja, ja. Nein. Eigentlich nicht. Mann, das sieht aber gut aus. Geht auch nicht. Da ist immer noch ein Loch. Ich muss mal schauen. Ich schlafe einfach, dann wird wieder Tag. Ja, die Folgen werden jetzt immer um die 15 Minuten lang sein, also ein bisschen länger. Eigentlich hatte ich ja schon geplant, dass sie so lang werden, aber ja, planen und einhalten ist dann eben was Verschiedenes. Ich habe halt dann nie so genau auf die Uhr geschaut oder immer wieder mal vergessen, genau raufzuschauen und ich höre dauernd Skelette.
Oh. Okay. Unheimlich. Werde ich sterben? Das seht ihr in der nächsten Folge. So, ah, willst du streiten? Ja, Creeper explodiere. Die explodieren nie, wenn man sie braucht. Okay. Im Moment habe ich Fackeln hier. Das müssen wir alles noch ausbauen hier. Aber es ist eben das ganze Haus ist überhaupt nicht fertig. Ich habe so eine Fehlermeldung, die seht ihr nicht. Aber die hat mich kurz gestört. Hier außen ist es eh schon. Mehr außen auch nicht so. Mein Teil ist auch schon recht schön. Ich finde es ein Problem, dass jeder halt, dass zum Beispiel der Markus hat jetzt mein, also der Magimuk, Max LP, hat mein Schlafzimmer hier beansprucht und mir geklaut. Und jetzt kann ich da gar nicht weiterbauen. Eigentlich möchte ich aber jetzt was Sonniges bauen. Und ich möchte aber auch das Home fertig bringen. Also mache ich ein neues Stockwerk. Die Idee ist mir auch gar gekommen. Mehr. Oder auch, vielleicht auch nur mir, aber. So, ich habe viele Stöcke. Warum auch immer ich die noch hatte. Sind da eigentlich wieder Melonen gewachsen? Nein. Wieder sind da überhaupt schon mal. Ich glaube, es sind schon mal Melonen gewachsen, aber ich bin mir auch nicht mehr sicher. Es ist eben schon so lange her. Ne, Moment, das brauche ich auf der anderen Seite. Erstmal alles weg, aber dann das brauche ich jetzt auf der anderen Seite. Ich bin wieder deprimiert. Ich nehme irgendwie am Abend auf, da bin ich schon müde. Also ich bin jetzt nicht wirklich deprimiert. Aber ich nehme halt am Abend auf und da bin ich schon ein bisschen müde und dann bin ich natürlich auch leiser und ja. Das klingt dann ein bisschen deprimierend. Zumindest für mich in meinen Ohren klingt das deprimierend. Okay, ich brauche gleich eine neue Spitzhacke. Ich werde wahrscheinlich eh in jeden Raum so eine Werkbank stellen. Aber noch nicht. So. Ich hab noch Stöcke. Dann bauen wir mal fröhlich munter weiter. Und ich werde jetzt dann auch mal Minen gehen. Wobei wahrscheinlich nicht mehr in der Folge. Allerdings werde ich in nächster Zukunft mehr Minen und so gehen. Weil früher habe ich ja immer solche Angst gehabt. Ihr habt, aber jetzt denke ich, bin ich schon besser equipped und. Also, nein, bin ich noch nicht, aber ich habe einfach keine solche Angst mehr. Ich habe in letzter Zeit ziemlich viel Minecraft gespielt und ich glaube, ich bin jetzt bereit. Ich werde wahrscheinlich selber erstmal Stollen graben und so. Ich habe nämlich jetzt nicht so viel normales Minecraft gespielt, sondern entweder Minigames oder Modpacks. Hexit oder Attack of the B-Team, aber. Also, da war es natürlich anders, dass man was viel mehr gibt, aber. Viel mehr Rohstoffe, aber ich denke, es wird schon gehen. Ich werde nicht so oft sterben, weil ich bin hier nicht eingegangen, weil ich dachte, es ist auch langsam, langweilig. Ja, langsam, genau. Langweilig, wenn man mir dauernd beim Sterben zusieht. Aber es ist natürlich auch spannend, wer wird jetzt sterben, der Typ. Ich meine, man weiß eh, dass ich in jeder Folge mindestens 5-mal sterbe, aber... Nein. Man kann sich ja gut lustig machen. Ich weiß von einigen Zuschauern, dass sie meine Videos nur schauen, weil sie sich dann über mich lustig machen können, aber egal. Ich liebe alle meine Abonnenten, auch die Hater. Ja, Hubert Huber, genau dich meine ich. Nein, vielleicht hatet er auch meine Videos gar nicht mehr. Es sind Vorurteile, die man über ihn hat.
Und die sich in der Vergangenheit immer bewahrt haben, aber... Nein, ich laber gerade viel Scheiße. Sehr viel Scheiße. Überaus viel Scheiße. Eigentlich könnte man sich doch GLPs Gesicht eigentlich ausrechnen. Ich sag zweimal eigentlich in einem Satz, ja. Könnte man sich doch eigentlich ausrechnen. Oder halt, wenn man Divitor und Slipstilfes Gesicht kombiniert, müsste euch zumindest so ein ähnliches Gesicht wie German Let's Play 1 hatte rauskommen. Weil es sind jetzt seine zwei Brüder und. Und so halt. Für die Nacht. Ich glaube, ich werde hier oben so eine Glasterrasse machen, dass die Decke aus Glas wird, dann kommt viel Licht rein. Die halten aber auch so lange. Ich sollte wirklich mal meinen gehen und mir dann eine ordentliche Diamantspitzhacke machen oder irgend sowas halt. Eisen geht ja auch, haltet auch eine Zeit, aber Diamant haltet halt wirklich länger. Aber egal, Stein geht eigentlich eher auch, wenn man ehrlich ist. Wenn man ehrlich ist, geht Stein auch. So, ich bin mir nie sicher, ob ich wirklich laut genug bin. Nie. Weil... Ja, beim alten Mikrofon war ich sowieso nie laut genug, weil das hatte einen Fehler. Ich glaube, jetzt ist es auch endgültig kaputt. Kaputt. Bin mir nicht sicher, vielleicht kann man es noch reparieren. Okay, wir brauchen sogar noch mehr Leitern. Ich finde es einfach so schön, aber das Holz von denen nicht so schön. Also wahrscheinlich werde ich die meisten Birken einfach stehen lassen. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher, ob ich eine Terrasse will, weil die geht dann so weit in die Richtung. Aber ja, mache ich einfach mal eine. Die Landschaft leidet sowieso schon so unter mir, dass das nichts mehr ausmacht. Nicht mehr viel mehr. Ja, dann fangen wir mal an mit dem mit der Dachterrasse. Glas. Haben wir Glas? Ja. Keine Angst, die Erde kommt alles noch weg und es wird auch Stein umrandet. So, ich hätte Dice schaue ich schon. Aber. Nachdem diese Schaufel dann aufgebraucht ist, gehen wir in werden wir dann in der nächsten Folge weitermachen. Also die Schaufel verbrauchen wir aber schon noch. Moment. Ja, jetzt sind wir auf einer Ebene. Okay, die Schaufel ist auch schon wieder aufgebraucht. Sogar ein paar Sekunden vor dem Ende der Folge. Oh nein, was tun wir jetzt? Wir essen. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es in einer Bewertung. Sagt man das so? Keine Ahnung. Bewertet es einfach positiv. ja. Hoffentlich bis zur nächsten Folge. Ciao.